Vor nicht allzu langer Zeit hatte ein Erdbeben das Podest erschüttert und dabei den Schrein zerstört, der das Artefakt für Körper und Materie umgeben hatte. Die Zauber, die das dritte Artefakt beschützt hatten, wurden zerstört. Das Artefakt wurde gestohlen. Und noch schlimmer, es war mit dem Artefakt für Verstand und Macht verbunden. Ohne das Artefakt für Seele und Gerechtigkeit wurde die Kraft der Artefakte verzerrt und sie erweckte Kreaturen aus Knochen und Staub zum Leben, die sich bewegen konnten, aber ohne eine Seele und eine Bedeutung zu haben. Der Trine war der einzige Gegenstand, der das Gleichgewicht auf der Welt wiederherstellen konnte. So sieht das also aus und damit herzlich willkommen zurück bei Trine. Ja, dann würde ich sagen, wird es mal Zeit, dass wir die Welt wieder retten, indem wir diese Artefakte zurückholen, ne? Auf geht's! Dieses ganze Rumgespringe ist nicht gut für einen erwachsenen Mann. Ich wünschte, wir könnten uns ausruhen. Ja, ausruhen können wir uns bestimmt bald mal wieder. Huch! Oder? Ah! Ja. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Sollen wir hier unten lang oder sollen wir erstmal oben lang? Ah, okay. So funktioniert das nicht. Das heißt, wir müssen das wirklich ganz runterziehen. Sonst kommen wir da nicht hoch. Nein. Das schnippt schon ganz schön schnell wieder hoch, ne? Ah! Komm wieder runter. Moment. Kann ich nicht da was draufzaubern? Geht immer noch nicht. Ah doch! Doch, das war gut. Hat tatsächlich ein bisschen geholfen. Und oh, das ist kein Holz. Ich dachte irgendwie, das wäre ein Holzzahnrad. Aber ja, es geht trotzdem. Ja, und wie das geht. Sehr schön. Okay, ja, dann haben wir das nochmal mitgenommen. Warum geht das jetzt schwerer runter, wenn da mehr Gewicht drauf ist? Das erschließt sich mir nicht ganz. Jetzt geht's runter wie nichts, ja, aber wenn da noch mehr Gewicht drauf ist, dann geht's schwerer runter. Au. Okay, dieses Brett da ist mir sehr mysteriös. Ach so, warte mal. Nein. Kriegt man das hin? Jo, kriegen wir hin. Easy going. Mal weg hier den Ranzbalken. So. Dann haben wir das auch. Den können wir jetzt hier mal rumschieben. Wenn ich mir noch nicht sicher bin, warum wir das machen. Aber wir können das tun. Huch, da ist er. Jetzt können wir uns hier draufstellen. Hey, wo kommst denn du her? Okay, Moment. Oh. Okay, ich bin mir nicht sicher, wie wir es geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Und weiter geht's, ja. Was ist denn hier los? Lol. Das war ganz schön hoch. Und irgendwie ist mein Enterhaken durch diesen Balken hier oben durchgegangen, habe ich das Gefühl. Au. Oh lol, so viel dazu. Gleich kaputt? Nee. Sieht nicht so danach aus.
Wow. Ah. Nice. Ich habe alle drei abgekriegt. Alle drei Kugeln abgekriegt. Nicht eine habe ich abgewehrt. Ausgewichen, wie auch immer. Was? Oh mein Gott. Hey, wie soll der Magier das denn jetzt machen? Wie soll das denn gehen? Ja, ich wusste nicht, dass ich ganz da hinten spawne. Ich bin einfach losgelaufen. Und dann die Überraschung. Okay, weißt du was? Batsch. Nein! 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 Zerquetsche! Okay. Hey, ich kann mich nicht bewegen. Oh, das Spiel verarscht mich doch. Aua. Geht doch. Meine Güte, ey. Jetzt muss ich hier mit dem Magier irgendwas töten. Der kann das doch gar nicht. Eieiei. Weißt du was? Die machen wir gleich mal wieder hier. So, drum. Und dann ist die nämlich auch keine Gefahr mehr für uns. Nicht mehr so richtig zumindest. Wie komme ich denn da dran? Erstmal wieder meine Helden holen. So, und jetzt zeigen wir her. Ja. Ich muss ja nicht dran kommen, wenn ich einfach das Ding rausschießen kann. Jetzt ist die Frage, wo ist es hingefallen? Meine Vermutung liegt nahe, dass es hier runtergefallen ist. Und ganz ehrlich, da will ich nicht runterhüpfen. Gut, dann haben wir gerade einen Erfahrungspunkt zerstört. Hui! Oh shit. Okay. Jetzt müssen wir diese Lore hier einmal. Das war ja cool, dass man hier auch so Lore fahren kann. Hä? Heb das Ding doch mal da raus. Boah, was ist denn das schon wieder für ein Stümpermagier, ey? Der kriegt die Lore nicht raus. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Dann halt weiter rein. Ja, ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommen wir nämlich an den Erfahrungstrank dran. Jetzt muss ich nur noch mal irgendwie da unten dran kommen. Nein, hoch. Ja, 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 ja. Ja. Okay. Das kann doch nicht sein, dass er das nicht hochkriegt. Ey, jetzt sterbe ich hier, wetten. Ah, okay. Huh. Ah, zum Glück bin ich so geschickt, ey. Oder besser gesagt, die Bogenschütze. Zum Glück ist die so geschickt. So, erstmal öffnen hier, Gichte. Eine Mana-Kugel. Okay, was haben wir denn da? Erhöht das maximale Mana. Ja, hier, komm, go. Rüber zu dem. Was ist das nochmal? Unbegrenzte Aufenthaltsdauer unter Wasser, ja. Erhöht den Schaden durch Waffen, die Mana verwenden, ja. Okay. Nur weil mir da gerade auffällt, boah, dass wir den Feuerfall kaum verwenden. Was ist mit dir? So. So, du Hampelmann. Ah, okay, so hätten wir also. Oh. What the fuck? Oh lol, da kamen die Steine runter und haben mich weggefetzt.
Ich glaub's nicht, ey. Da kamen die Steine und haben mich weggefetzt. Egal, wir sind Level Up. Hier fehlt immer noch die dritte Fähigkeit von dem Zauberer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt hier upgraden will, weil wir kriegen bestimmt bald die nächste Fähigkeit. Dann würde ich damit eher warten. Und dann können wir vielleicht stattdessen... Nee, okay, wir können da nichts upgraden. Gucken wir mal weiter. Ja, das war jetzt aber predicted, das sage ich euch. Schwebeplattform. Beim Erlernen des Zaubers mit dem flüchtigen Feuerball entdeckte der Zauberer, dass er in der Lage ist, eine dreieckige Schwebeplattform herbeizuzaubern. Diese Plattform kann Gewicht tragen oder als Sprungbrett dienen. Die hölzerne Oberfläche, also Stufe 2, die hölzerne Oberfläche erlaubt es der Demon, ihren Enterhaken in die Plattform zu schlagen. Das ist natürlich cool. Und ich glaube, das ist dann auch die erste charakterübergreifende, sag ich mal, Fähigkeit. Das heißt, etwas, das der Magier macht und die Bogenschütze nutzen kann. Das ist cool, das lernen wir auf jeden Fall erstmal hier. Level up. Stufe 3, Feuer. Es ist noch kein Feuerball, aber Diebin und Ritter können die Plattform nun treffen und in eine explodierende Feuerbombe wandeln. Ah, Schwebeplattform. Oh, das ist cool. Ich nehme alles zurück. Okay, cool ist es, aber... Hä? Was ist denn da los? Ach, da ist überhaupt nichts. Oh, ich bin so blind. Ich dachte, ich hätte hier was... Ich dachte, ich hätte hier gesehen, dass da noch Plattformen sind, ey. Oh, Mensch. Ich stelle das mal hier hin. So, und jetzt stellen wir das hier oben hin. Irgendwie da so, genau. So. Eieiei, es ist aber auch hier. Es wird langsam auch immer kniffliger, aber ich denke, die Rätsel halten sich in Grenzen. Hä, wo sollen wir denn hin? Komm. Smack. Na, wer will noch? Oh. Au. So. Noch einer. Hab das jetzt. Ja? 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 Wer will noch? Hä? Okay, jetzt haben wir alle. Ja, immer noch welche. Wo ist er hin? Jetzt haben wir einen. Oh, da oben noch einer. Wo ist er denn hin? Hoch, was war das denn? Die Battle Moves hier, ey. Eieiei. Oh, die Erfahrung war schwer zu kriegen. Ich hätte ja fast übersehen, du. Aber da oben. Aha. Jetzt wird's tricky. Nee, so komme ich irgendwie nicht hoch. Das muss einfach höher. Und dann muss ich so ein bisschen von der Seite ran. Und dann kann ich hier hoch. Jawohl. Oh, drei Stück gleich. Nice. Okay. Dann. Das wird ein bisschen schwer zu treffen sein. Wir machen hier einfach mal so. So. So weit, so gut. Und jetzt nehmen wir das. Schieben das dahin und... So. Wobei, ganz kurz. Aha.
Na, sieh mal einer an. Wer hätte es gedacht? Amulett des Wächters, okay. Erhöht das maximale Mana um 15%. Sollen wir das alles dem Magier geben, nur weil der Magier ist? Also ich meine, bis jetzt hat keiner wirklich Mana-Probleme gehabt. Egal, wir können es ja im Notfall noch umtauschen, aber bis jetzt hat einfach keiner wirklich Mana-Probleme. Ich habe ein bisschen Angst. Levelende. Ah, ich dachte schon Bossgegner. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst.